Ja, die Aufgaben von IP-Adressen haben wir jetzt ja schon kennengelernt. Jetzt wollen wir uns in dieser Session mal darum kümmern, wie werden eigentlich IP-Adressen eingeteilt. Da gibt es verschiedene Kategorisierungen. Genau darum wollen wir uns diesmal kümmern. Zunächst mal gibt es sogenannte IP-Adressklassen und die werden gebildet auf Basis der höchstwertigen Bits im ersten Oktett unserer IP-Adresse. Das soll heißen, wir nehmen das erste Oktett in binärer Schreibweise und schauen uns an, was für einen Wert das höchstwertige Bit hat. Steht das auf 0, befinden wir uns in Klasse A. Wenn man das Ganze dann nochmal übertragen möchte auf das Dezimalsystem, dann bedeutet das, wir können im ersten Oktett maximal Werte zwischen 0 und 127 stehen haben. Sind die beiden höchstwertigen Bit im ersten Oktett 1 und 0, bedeutet das dezimal, wir können irgendwas zwischen 128 und 191 an dieser Stelle haben. Wir befinden uns demnach in Klasse B. Stehen die drei höchstwertigen Bit im ersten Oktett auf 110, sind wir in Klasse C und können maximal in dezimaler Schreibweise irgendwas zwischen 192 und 223 an dieser Stelle stehen haben. Es gibt auch noch weitere IP-Adressklassen, die sind an dieser Stelle für uns erstmal nicht ganz so entscheidend, denn die Adressierung von Computersystemen, so wie wir sie kennen, werden nur in diesen ersten drei Klassen vorgenommen. Die Klassen D und E stehen dabei unter anderem für Forschungszwecke oder auch für Multicasts zur Verfügung. Wie gesagt, soll uns an dieser Stelle jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Diese drei für uns wichtigen Adressklassen haben natürlich auch eine bestimmte Bedeutung und wir werden das jetzt in dieser Tabelle auf dem Schaubild schon mal sehen. Und zwar unterstützt jede Adressklasse eine unterschiedlich große Anzahl von Netzwerken. Also wir sprechen von gesamten IP-Netzwerken und den darin adressierbaren Rechnern. Also diese Abschnitte, die wir durch die Kategorisierung A, B und C schaffen, die teilt unser Netzwerk auch nochmal ein bisschen weiter auf. Das Problem dabei ist, dass ursprünglich relativ große Unternehmen damals als IP so ein bisschen hochgekommen ist, als das Internet gewachsen ist, Unternehmen wie IBM zum Beispiel ganze Netze bekommen haben als IP-Adressen. Und man kann sich jetzt an dieser Tabelle schon so ein bisschen ablesen, wenn jetzt IBM ein IP-Netzwerk aus Klasse A bekommen hat, dann haben die damit eine Anzahl von knapp 17 Millionen IP-Adressen bekommen und selbst IBM wird keine 17 Millionen Rechner adressieren müssen. Also verschwendet man damit oder hat man damit eine große Anzahl von IP-Adressen verschwendet. Ein Problem, was uns heute dann wieder begegnet, denn wir haben jetzt das Problem, dass der IP-Adressraum bei IP-Version 4 knapp wird. Unter anderem ist das ein Grund dafür. Wir sehen aber auch, wenn wir also größere IP-Netzwerke adressieren wollen, dann nimmt man dafür eher ein Netzwerk aus Klasse A, bei mittleren ist es Klasse B, bei kleineren, vor allem privaten Netzwerken, ist es Klasse C. Während die Anzahl der Netze also mit den unterschiedlichen IP-Adressklassen immer größer wird, nimmt die Anzahl der darin adressierbaren Rechner immer weiter ab. Und das hat natürlich auch einen bestimmten Grund. Jetzt gibt es noch eine weitere Unterteilung. Und zwar gibt es in jeder Netzwerk-Adressklasse gibt es eine Unterteilung in sogenannte private IP-Adressen und öffentliche IP-Adressen. Das war eine Maßnahme, die man ergriffen hat, weil man eben dieser Verschwendung, diesem immer knapper werdenden IP-Adressraum entgegenwirken wollte. Hat man gesagt, okay, wir schaffen private IP-Adressbereiche, die jeder in seinem LAN vollkommen frei nutzen kann. So heißen zu Hause, man kennt das vielleicht von seinem eigenen DSL-Router, der vergibt irgendwelche IP-Adressen in einem Netzwerk und bei diesen IP-Adressen handelt es sich eben um private IP-Adressen. Das kann vom Administrator vollkommen frei vergeben werden, soll heißen, im LAN der HSW kann es dieselbe private IP-Adresse geben wie im LAN von irgendeinem anderen Unternehmen, irgendeiner anderen Hochschule. Da dazwischen ein Router und damit auch dann ein öffentliches Netz liegt und damit auch öffentliche IP-Adressen, können sich diese IP-Adressen nicht ins Gehege kommen. Wir sehen auf dieser Tabelle die unterschiedlichen Abschnitte, die private IP-Adressen sind in den verschiedenen Klassen. Ganz wichtig dabei, diese Adressen werden im Internet nicht geroutet, soll heißen, die Adressen gibt es im Internet als solches nicht. Das ist auch eine wesentliche Unterscheidung zu den öffentlichen IP-Adressen. Das sind also alle anderen IP-Adressen, die nicht in diesem privaten Adressraum liegen. Diese Adressen werden, wenn man denn eine haben möchte, zentral von der Internet Assigned Numbers Authority verwaltet und auch vergeben, in der Regel an Provider, die es dann wieder an andere Kunden weitergeben. Man sollte darauf achten, dass öffentliche IP-Adressen natürlich nicht in privaten Netzwerken verwendet werden, denn wenn man dann irgendwann damit mal aufs Internet zugreifen möchte, dann kann es eben zu einer Kollision kommen, da diese Adressen ja wie gesagt geroutet werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir private IP-Adressen in unseren LANs haben, die aber im Internet nicht geroutet werden, wie können wir dann überhaupt auf Webserver oder irgendwelche anderen Dienste, die im Internet zur Verfügung stehen, eigentlich zugreifen?
Dafür gibt es eine Technologie, das nennt sich entweder NAT oder PAT oder gerne auch in dieser Kombination gesehen. NAT bedeutet Network Address Translation, PAT bedeutet Port Address Translation. Was passiert da eigentlich? Nun, wenn wir einen Internet-Router haben, der quasi den Übergang von meinem LAN auf das Internet darstellt, dann übernimmt dieser Router letzten Endes die Stellvertretung für das gesamte Netzwerk. Das soll heißen, jeder Rechner in meinem LAN ist nach außen zum Internet hin über die öffentliche IP-Adresse meines Routers sichtbar. Also ich habe eigentlich für ein gesamtes LAN nach außen hin an dieser Stelle in diesem Beispiel nur eine öffentliche IP-Adresse. Jetzt kann man sich aber vorstellen, okay, ich möchte in der Regel mit mehreren Diensten auf das Internet zugreifen, sei es mit einem Webserver oder sei es per Mail oder irgendwelche anderen Dienste auch noch. Das heißt, ich brauche noch eine Zuordnung von Ports zu bestimmten IP-Adressen. Und genau das macht nämlich PAT, also die Zuordnung von Ports auf bestimmte IP-Adressen, auf bestimmte Dienste, die ich über meinen Router hinweg, also über mein LAN daheim hinweg, eben aufrufen möchte. Man kann sich das in etwa so vorstellen, wie in diesem Schaubild dargestellt. Wir haben oben die Wolke, die in der Regel dann das Internet ist. Wir haben unten eine Anzahl von Rechnern, die jetzt an der Stelle noch an einem Switch hängen. Und dazwischen haben wir dann einen Router. Und wir sehen schon eine interne IP-Adresse. Da ist irgendwas mit 172.16. Das ist also eine Adresse oder ein Netzwerk aus dem privaten IP-Adressbereich. Und wir sehen oberhalb des Routers, also Richtung Internet, eine öffentliche IP-Adresse. Und jeder Rechner, der jetzt unterhalb meines Routers hängt, würde nach außen hin mit dieser einen öffentlichen IP-Adresse sichtbar sein. Wenn wir uns das Ganze mal im Wireshark anschauen, also in einer Darstellung, wie das Ganze als Datenstrom aussieht, dann sehen wir, wir haben einen Aufruf mit einem Quellport von irgendwas, was deutlich überhalb von 30.000 liegt, also irgendein Port, den wir frei vergeben können, auf einen bestimmten Well-Known-Port, auch das haben wir schon kennengelernt, in diesem Fall ist das Port 80, also HTTP. Wir steuern dort also einen Webserver an und rufen eine Webseite ab. Und genau die Antwort von diesem Webserver, die sehen wir ein Stück weiter unten. Da kommt nämlich die Antwort auf meinen ursprünglichen Quellport, der jetzt logischerweise zum Zielport wird, und von dem Quellport 80, also der Port, den ich ursprünglich mal angesprochen habe, also eine Umkehr dieser beiden Ports. Und damit kann ich eben auch sehen, okay, die IP-Adresse, die mir dort antwortet, ist eigentlich letzten Endes die IP-Adresse von dem Router, über den ich dort gesprungen bin, der mich nach außen hin, der mein gesamtes Netzwerk nach außen hin adressiert und der meinen Datenstrom anhand der Ports, also auf Basis eines Sockets, der Kombination aus IP und Port, eben identifiziert.